Runter von meinem Grundstück, du kleine Sau. Ne, mein lieber YouTube-Zuschauer. Herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Horror-Let's Play von Chiller's Art Stigmatized Property. Freunde, wir sind ja noch lange sind wir ja noch nicht durch mit den ganzen Chiller's Art Games. Und aus dem Grund hocken wir heute hier und spielen gemeinsam Stigmatized Property. Hat sehr, sehr gute Bewertungen. An die 1000 sehr positive Bewertungen. Und ich bin immer so der Fan von Bewertungen lügen eigentlich nicht. Aber ich bin sehr gespannt. Wir gucken rein. Es ist 10.30 Uhr auf einem Freitag. Und ich hab Bock. We will see. Okay, es gibt kein Intro, es gibt keine Informationen, wo man ist. Wir werden legit einfach reingeworfen. Geil. Geil, geil, geil. Warum kommt er plötzlich nach Hause? Fragezeichen, Leerzeichen, Fragezeichen. Wo sind wir denn hier? Hier sind schon wieder diese verfluchten Automaten. Hallo? Ey, ohne Scheiß, wenn ich jetzt... Guck mal. Ich zeige euch das mal. Wenn ich jetzt gerade ausgehe, ne? Ich drück jetzt den Knopf. Guck mal. Wann er aufhört zu gehen, wenn ich aufhöre, den Knopf zu drücken. Also, es gibt so ein Delay irgendwie. Ich drücke W. Hör auf. Boom, er geht noch weiter. Das ist wild. Ich habe 10 Yen gefunden, Chat. Let's fucking go. Boah, ich sehe halt auch gar nichts, ne? Ich höre Schritte. Ist es richtig auf dieser Straße? Ich habe keine Ahnung. Ist es das? Bin ich reich? Bin ich das? Eine tote Ziege. Das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist armes Ding. Okay. Ergesse ich jetzt geradeaus. Das ist eine Katze. Oh, wirklich? Krass. Habe ich nicht erkannt. Sie sagten, sie waren zuerst im Haus. Aber haben sie Teilzeit gearbeitet? Ist das eine Froschvase? Ich höre hier irgendwie laufen. Das ist doch eine Froschvase. Och, wie süß. Hallo. Das ist ein Elefant. Ihr habt da recht. Chat, das ist ein Pferd. Nee, Leute. Das war doch eine Ziege. Hab ich doch gesehen. Darf ich überhaupt hin auf das Grundstück? Wisst ihr, was ich meine? Das ist Mountie, ja. Hallo? Soll ich hier irgendwo rein? Oder soll ich mir hier für 10 Cent irgendwas kaufen? Das ist seltsam. Ich sehe ein zerknittertes Papier in einem der Fächer. Es heißt, es kostet 100 Yen. Ich muss etwas Veränderung finden. Change! Ich muss Change, Kleingeld. Ich muss etwas Change finden. Ah! Oh, lol. Okay, mir fehlt noch ein bisschen Kleingeld, Chat. I need to find some change. Anita Max Wayne. Anita Max Wayne. Ich sehe hier aber auch kein Geld mehr, ne? Aber warte mal. Uns fehlen jetzt noch 40. Mit etwas Glück finden... Ist das Auto einer Tante, oder? Kann sein. Ich könnte Musik auf der Straße machen. Das ist ein guter Vorschlag, Commander. Oh. Vor dem Schrein beten? Hä? Jetzt habe ich vor dem Schrein gebetet. Alright.
Nett. Komme ich hier rein? Nope. Ist hier irgendwo Kleingeld? Vielleicht hat die Katze Kleingeld geschluckt. Die Ziege. Ups. Hier sind Zitronen. Ist hier irgendwo Geld? Hat hier irgendjemand eine Münze fallen gelassen? Nein. Das ist ein Flugzeug. Nö. Ich habe fürs Beten Kleingeld bekommen. Habe ich nicht? Ich habe ja nicht mal Kleingeld bekommen. Von dort kam der Geruch. Ach, Digga. Okay, hier ist nix. Nee, okay. Dann doch irgendwo da vorne, oder? Nee, 60 hatte ich schon davor. Ich habe am Automaten was gefunden. Hier ist noch ein Schrein. Dann bete ich jetzt nochmal. Ey, hä? Warum soll ich denn da beten? Da liegt was. Dahinter. Wie komme ich dahinter? Vielleicht links rum? Dankeschön, Alex. Ah, da. Hier kann ich rein. Das habe ich gar nicht gesehen. So, es ist echt ziemlich dunkel. So ist besser. Ach, hier ist einfach noch so ein scheiß Schreien. Mann, ey. Kennt ihr das? Ihr kommt so von einer Party nach Hause. Schöner Geburtstag. Kommt da so nach Hause. Geht erstmal am Schrein und betet. Random Schrein auf der Straße. Was hat mir das jetzt gebracht? Habe ich jetzt Karma-Punkte? Oder what? Moiners Freunde. Ja, die Leute wachen langsam auf, glaube ich. Die Leute wachen langsam auf. Nach und nach. Kann ich hier durch? Das ist jetzt nicht wahr. Ja, alles gut, dann gehe ich halt nochmal beten. Habe ich jetzt Geld bekommen? Ich fühle mich etwas wärmer. Ist es nur meine Einbildung? Warum fühlt sie sich wärmer? Weil sie gebetet hat? Okay, wo kamen wir her? Wir kamen von da, ne? So, da ist nichts. Was ist denn hier? Hier war ich ja auch. Hier ist auch nur das. Okay, also irgendwo da vorne müsste basically eigentlich... Was ist denn hier? Ist hier irgendwas Sinnvolles? Ist hier irgendwas Sinnvolles? Danke dir, Mango. 5 Monate. Danke. Hier ist nur der Müll wieder. Kann ich hier... Es kann doch nicht sein. Ich suche jetzt hier die ganze Zeit nur 40 Yen. Irgendwo hier müssen 40 Yen rumliegen. Ich weiß nicht wo. Ich habe jetzt jeden Schrein einmal berührt und an jedem Schrein einmal gebetet. Aber 40 Cent habe ich dadurch nicht bekommen. Latsch doch noch 100 Mal über die Katze. Welche Katze? Du meinst die Ziege. Hier höre ich halt Schritte. Aber wo ist das Geld, Freunde? Wo ist das Geld? Aber das muss ja vielleicht hier? Das gibt's doch nicht. Ja, hier ist offenkundig. Vielleicht wirklich hier irgendwo am Anfang. Hier war ich jetzt drin. Okay, was ist hier? Hier ist noch ein Automat. Der macht aber nichts. Nee, und hier ist halt der Spawn. Hier ist safe auch nichts. Nee. Ach, Mann! Geld ist doch nicht alles im Leben. Ja, da hast du recht. Aber ich meine, ich muss ja jetzt irgendwo diese 40 Yen finden, damit ich diese dumme Notiz aus dem... Oder? Horrorgame. Finde das Kleingeld und bete. Was ist denn mit der Katze? Ziege. I guess ich gehe nochmal zurück. Ich schaue mir hier nochmal oben alles an. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst. Vielleicht kann ich die Katze, Ziege. Vielleicht kann ich die Ziege auch verkaufen. Flykey, vielen lieben Dank für dein Prime. Dankeschön.
an alle YouTube-Zuschauer da draußen. Viele in den Kommentaren haben sich aufgeregt, dass ich denn so viele Subs vorlese und so. Guck doch mal, nicht so. Vielleicht kann ich von hier aus eintreten. Kann ich? Sumimasen! Es gibt wirklich niemanden. Ich kann einfach nicht draußen warten. Ich muss einsteigen. Achso, kann ich jetzt hier einfach... Ersatzschlüssel? Okay, also ich muss... Ich muss nicht zwingend... Es sollte unter einem Zitronenbaumtopf sein. Ah! Ich kann jetzt hier einbrechen. Yannick, witzlos, Dankeschön für dein Prime. YouTube-Zuschauer, viele haben sich ein bisschen aufgeregt, dass ich ja so viel mich bei den Subs bedankt habe. Ich meine, ihr müsst doch verstehen, dass ich hier ja auch gleichzeitig streamen möchte. Ne? Und die Leute subben ja auch rein, freuen sich darüber und so weiter. Das Einzige, was ich euch anbieten möchte, und da schreibt gerne in die Kommentare, ob das für euch fein ist, ob wir einen Deal haben. Ich würde es jetzt einfach nicht mehr so in your face machen. Ich würde jetzt zwischendurch einfach sagen, Yannick, Dankeschön. Und dann zocke ich auch weiter. Das ist der Deal, mehr will ich auch gar nicht drüber reden. Okay. Naja, plötzlich kein Sound mehr. Ist interessant. Was soll ich sagen? Hiro? Dieses Zimmer sieht wirklich gut für eine Wohnung aus. Ist ein bisschen... Also, ja, schöne Grafik, ne? Schöne Grafik. Hier ist ein Zettel, den heben wir gleich mal auf. Ich hab einen Theorie-Chat. Ich glaube, wir sind ein Vampir. Deshalb kann uns niemand helfen. Weil, schaut, wir werden nicht angezeigt. Wir werden nicht, ne? Unser Spiegelbild existiert nicht. Ja, das macht doch Sinn, oder? Hat die hier einfach Donuts rumliegen, die Person? Oh mein Gott. Okay, I guess wir lesen... Das Stück Papier vorne. Ich habe mich für einen Umzug entschieden, da die Miete sehr günstig ist. 0 von 7? Hä, was? Bro, dieses Spiel. Was kann ich hiermit machen? Soll ich jetzt damit irgendwie... Hä? Hä? Soll ich jetzt damit... Gibt's hier einen Dachboden? Gibt's hier einen Dachboden, Leute? Hä? Hier ist das Badezimmer. Das ist genau dasselbe Badezimmer wie in dem anderen Schillers Art Game, Lel. Hier stand die Waschmaschine mit Somin. Somin! Der Boden ist gewischt, aber wie der gewischt ist. Ich sehe jetzt gerade irgendwie nicht... Das Loch an der Decke, ja, pff, ich weiß auch nicht. Ich sehe aber gar keinen Dachboden. Irgendwie. Hä? Bin ich blind? Ja, das Loch meint ihr hier, ne? Aber hier ist ja nichts. Hier ist ja nur Decke. Wer ist er denn? Eine Notiz? Durch das Loch schauen. Ne, jetzt habe ich hier so ein Stück Papier. Kann ich... Okay. Jumpscare-Potenzial. Hä? Digga. Ist ja nix. Okay. Ich guck nochmal durch.
Und das alles nur für Kleingeld. Ich bin mir ja gerade nicht sicher, was überhaupt der Sinn des Spiels ist. Also wir haben ja keine Story. Wir haben nur eine verwirrte Person, die hier versucht irgendwie... Wir haben hier nur eine verwirrte Person, die versucht irgendwie, ne? Hä? Soll ich vielleicht eine Wohnung weiter? Ach so, true. Muss ich vielleicht diese kleinen Dinger sammeln? Ah. Oh, das ist wieder ähnlich wie Radio Station, ne? Aber jetzt auf Deutsch. Der Umzug ist endlich vorbei. Und heute ist der erste Tag, an dem ich alleine lebe. Und der erste Tag, an dem ich ein Tagebuch schreibe. Ich freue mich sehr auf die Erfahrung. Ich habe immer davon geträumt. Ich habe mich für einen Umzug entschieden, weil die Miete sehr günstig ist. Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass sich ein kaputter Student wie ich so ein schönes Zimmer leisten kann. Wahrscheinlich ein broke Student, ein nicht kaputter Student, ein, ihr wisst, was ich meine, ne? Außerdem ist es sehr nah an meiner Schule. Wie großartig ist das? Ich habe heute mit meinen Eltern auswärts gegessen, um einen Umzug zu feiern. Und sie haben beide gelacht und einfach eine tolle Zeit gehabt. Allein zu leben ist großartig und alles andere als ein Mann... Was? Alleine zu leben ist großartig und alles andere als ein Mann. Ich werde diese Gesichter vermissen. Sie sagten mir, dass sie nur ein paar Tage hier sein werden. Sie sagten mir immer wieder, wie besorgt sie sind. Aber sie überdenken nur. Sie müssen sich um nichts kümmern. Mir geht es gut. Schön. Das klingt ja erstmal sehr positiv, ne? Rise of the Felix. Vielen lieben Dank für dein Tier 1. Ganz schneller. Sonst wären die YouTube-Zuschauer sauber. Sonst wären die YouTube-Zuschauer sauer, nicht sauber. Mach mal ganz schnell. Ganz schneller nur, ne? Habt ihr? Nee, ich hab nichts gesehen. Okay, aber jetzt war hier kein Geld oder so, ne? Glaube ich. Ich sehe zumindest kein Geld. Ich mach mal ganz kurz die Klima aus. Hört ihr die Klima, Chat? Nö? Perfekt. Ja, dann scheiß drauf. Dann fühle ich mich wohl. Dann ist geil. Steht denn hier auf dem Schrank? Ach, eine Flasche. Perfekt. Noch ein Papier. Das Papier ist nass. Ich muss einen Weg finden, um es zu trocknen. Alter, what the fuck? TomTom, vielen lieben Dank für dein Tier 3 Sub im zweiten Monat. Ich hab nichts gesehen. Achso, ich muss es erstmal trocknen, ne? Gibt's hier nicht einen Föhn oder einen Trockner oder irgendwie sowas? Wie trocknet man Papier? Oh. Mikrowelle. Habe ich Mikrowelle? Nee, du hast Mikrowelle gesagt. Also ich packe auch immer, muss ich sagen, Kleidung in die Mikrowelle, wenn ich sie trocknen möchte. Heute habe ich den ganzen Tag damit verbracht, alles im Raum aufzustellen. Was früher ein Raum mit kleinem Gepäck und einem einfachen Bett war, wurde jetzt zu einem Raum mit einem Haufen Möbel und einem riesigen Queen-Size-Bett. Der Vormieter hat alles hinterlassen und der Vermieter war zu faul, es loszuwerden. Dad schien dieses Haus so sehr zu mögen, dass er sagte, er würde gerne ein bisschen länger bleiben. Aber so sehr ich ihre Gesellschaft schätze, möchte ich das Leben schon leben. Der Besitzer kam heute, um Hallo zu sagen. Er sah aus, als könnte er ein bisschen schlafen. Was war los mit ihm? Er schüttelte mir mit einem breiten Lächeln die Hand und sagte mir, wie dankbar er dafür sei, dass endlich jemand das Zimmer gemietet hätte. Wie er aufhörte zu lächeln, als er meine Hand losließ. Das war viel zu komisch. Oh, der Vermieter ist irgendwie sass, Leute. Der Vermieter ist übel sass. Wie auch immer. Das neue Semester beginnt morgen. Ich muss mich fertig machen. Oh, der Vermieter ist sass, Chat. Haben wir ein sass-Emote? Weiß das jemand? Haben wir ein sass-Emote? Wir brauchen irgendwas mit sass in den Chat. Sus. Ja, das. Hitrapi. Sass-Chat. Ja, das ist perfekt.
Das ist das perfekte Emote. Das könnt ihr gerne nehmen. Das ist wirklich perfekt. Okay, komme ich nicht weiter. Okay, ich glaube, wir haben jetzt zumindest hier alle von den Dingern, oder? Ich glaube, wir haben jetzt hier alles erkundet. Ich weiß jetzt nicht so, wir können mal, also hier ist halt dieses Loch in der Wand, ne? Da haben wir jetzt zweimal durchgeguckt, da war nichts. Wir gehen mal raus. Oh Gott, ich habe vergessen, wie leise dieses Spiel war. So, hier ist die Wohnung, wo der Typ drin ist. Slash. Ey, gib mir die Seite. Hallo? Okay, was mache ich? Ich könnte ihn treten. Ich könnte ihm... Er braucht irgendwas, oder? Er braucht irgendwas. Ich könnte ihm die Ziege geben. Das stimmt. Wir müssen uns alles einmal genau angucken. Was Glänzendes. True. Ich guck mal, ob hier unten noch irgendwo was offen ist. Ich glaube nicht. Es ist abgeschlossen. Liegt hier noch was? Was ist denn das hier? Habe ich das eben nicht gesehen? Das ist doch neu, oder? Das lag eben noch nicht da. Safe nicht. Okay, wir haben einen neuen Zettel. Let's go. Eben lag der Safe noch nicht da. 100 pro. 100 pro. Sterzi klaut Ferrari, ja. Safe. Oh, falsche Tür. Oh mein Gott. Bisher alles in Ordnung. Heute war der erste Tag des Semesters. Es ist schön, meine Jungs wiederzusehen. Sie wollten meine neue Wohnung besuchen, aber ich weiß nicht. Sie machen lieber nichts kaputt. Mashima Sensei ist meine Klassenlehrerin. Ich frage mich, was für eine Lehrerin sie ist. Ich hoffe, sie ist nicht so gemein wie die vorherige. Dieser Typ war ein Arschloch. Achso. Nee, nicht wie die vorherige, sondern der vorherige. Wahrscheinlich der Typ war ein Arschloch. Okay. Heute ist noch etwas Seltsames passiert. Als ich heute Morgen aus dem Zimmer kam, versammelten sich einige Damen mittleren Alters auf der anderen Straßenseite, redeten schlecht über diese Wohnung. Frauen in diesem Alter klatschen gerne. Klatschen? Tratschen? Klatschen gerne. Es ist wahrscheinlich was auch immer. Frauen in diesem Alter klatschen gerne. Upsi, habe ich bestimmtes Alter erwischt. Hoppi. Okay. Leute, ich bin ehrlich. Gucken wir nochmal durch. Oh, hier, das Licht ist an. In dem Raum dort. Das Licht ist an. Wollen wir nochmal durchs Loch gucken? Alles gut. Raspa, danke für den Prime. Vielen lieben Dank. Lass das nicht die YouTube-Zuschauer sehen. Kollege.
Hallo? Wollen wir klopfen? Hallo? Bist du in Ordnung? Warum steht er nur da? Oh mein fucking Gott. Wohnungsnotiz. Diese Wohnung kann nicht abgerissen werden. Ich habe versucht, einen Auftragnehmer anzurufen, der versucht, es zu zerstören. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert die Telefonleitung nicht mehr. Meine Mutter wird plötzlich krank. Ich hoffe, sie ist nicht verwandt. Der örtliche Priester wird nicht kommen. Ich habe versucht, andere Leute zu bitten, den Priester zu fragen. Der Priester geriet in einen Unfall und starb. Talismane sind nutzlos. Also irgendwas ist verflucht, Jed. Ich kaufe eine Schachtel Talismane und klebte sie an meine Wand, an meine Wände. Aber sie wurden alle dem nächsten Tag verbrannt. Okay, perfekt. Immer wenn ich einen Talisman an die Wand stellte, tauchte das Wort Fluch in meinem Kopf auf. Die Wohnung entzündet sich nicht. Das Gebäude ist feuerabweisend. Die Wohnung muss weiterverkaufen. Ein Bewohner wird jeden Monat ausgewählt. Der Auserwählte wird in einer Woche besessen sein. Und nach dem Besitz verschwindet die Person vollständig von dieser Welt. Und niemand erinnert sich mehr an eine Sache über die Person. Leel. Ich habe immer wieder Albträume und eine seltsame Stimme sagt mir immer wieder, ich solle Menschen bringen. Okay, ich kann nicht die Wohnung verkaufen, ich kann nicht zulassen, dass sie meine Familie wehtun. Jemand, bitte hilf mir. Ich glaube, der Vermieter... Ja, richtig, Leute. Talisman in den Chat, let's go. Ich glaube, dem Vermieter geht's nicht gut. Bin ich ehrlich mit euch. Hier ist eine Leiter. Ich höre mir erstmal den Zettel hier an. Oder ich gucke mir erstmal den Zettel an. Und dann gehe ich einfach, Guck mal, alles... Alles tiefenentspannt, ne? Nichts Neues. Ich habe heute meinen Nachbarn guten Tag gesagt. Das ist doch höflich, oder? Sei immer nett zu deinen Nachbarn, oder? Aber weißt du was, Mama? Ich glaube nicht, dass es hier funktioniert, weil ich gerade die kalten Schultern von ihnen habe. Als ich dem Nachbarn auf der rechten Seite Guten Morgen sagte, starrte er mich nur an mit seinen großen Augen und schloss ohne ein Wort aus seinem Mund die Tür zu. Sogar jetzt werden seine großen, katzenartigen Augen meinen Kopf nicht verlassen. Ich solle nicht so unhöflich sein. Ich werde es wahrscheinlich ein andermal versuchen. Jedenfalls habe ich heute ein Mädchen gesehen, das genauso aussah wie das Mädchen in Shibakibara 89 in meiner Klasse. Sie heißt Mira und würde sie gerne kennenlernen. Und nach allem, was ich gehört habe, ist sie Single und bereit, sich unter die Leute zu mischen. Geil. Okay, und jetzt? Kein Noted Emote. Kann das jemand reinschicken? Wenn ihr das reinschickt, das Noted Emote, dann packe ich es rein. Die Uhr tickt nicht. Okay. Gucken wir nochmal durchs Loch, Leute? Gucken wir nochmal durchs Loch oder was machen wir? Aber ich erwarte jetzt halt Jumpscares, ne? Also es ist mittlerweile offensichtlich. Alles gut. Perfekt. Nicht Better Twitch TV. Okay. 7TV Emote. Okay, Emote ist jetzt drin. Buh! So, nichts da. Perfekt. Schuhe. So. Ist ein gutes Emote, oder Leute? Oder? Oder? Ich habe halt leider immer noch kein Geld gefunden. Wo wollte ich denn gerade hin? Ich wollte die Leiter holen. Wozu brauche ich die Leiter? Oder den Tritt hier? Wozu?
Wozu Leiter, Leute? Wozu Leiter? Irgendwas in der Wohnung? Ach stimmt, Badezimmer ist abgeschlossen hier, ne? Fenster, boom. Aha, Let's go. Aber das war ja nicht das Badezimmer. Das Badezimmer war doch das andere. Hä? Ach, das ist die Toilette. Ist getrennt gewesen. Okay, ist noch ein Zettel. Oh, wenn ich jetzt hier durchkomme. Okay, alles ist noch irgendwie gleich. Oh Mann, ich habe irgendwie ein bisschen Bedenken, Freunde. Ich habe ein bisschen Bedenken. Mama kam wieder in mein Zimmer. Uch, sag ich ihr, dass sie nicht mehr kommen muss. Ugh, sagte ich ihr. Ugh. Ich glaube, sie hatte wieder einen Streit mit Papa. Ihre passiv-aggressive Einstellung hat mich beschäftigt und ich habe sie gefragt, wie es Papa geht. Sie weigerte sich, darüber zu sprechen und saß stattdessen nur still da. Ich habe sie noch nie so gesehen. Normalerweise setzte sie sich nach einem Kampf ein falsches Lächeln auf ihr Gesicht. Das würde ich merken. Aber diesmal war es nicht so einfach. Etwa eine Stunde später gewann sie ihre gewohnte Bestimmtheit zurück, als sie mich fragte, ob ich meinen alten Freund Sayaka einladen dürfe. Sie hatte das größte Lächeln, als ich dem zustimmte. Mama muss sich Sorgen machen, dass ich noch alleine lebe. Im Moment habe ich allerdings nur Mira-chan im Sinn. Hm, aber dieses Lächeln, ihre Augen lächelten nicht. Ich habe das Gefühl, vielleicht war da ein kleiner Fluch in der Mama. Kann das sein? Noted. So, wir haben 5 von 7. Jetzt ist die Frage, wir brauchen Kleingeld. Wir brauchen Kleingeld für den kleinen Zettel unten in dem... Alles gut. Okay, wir gehen raus. Jetzt schauen wir mal. Oh, Alter, ist das immer laut. Wir schauen nochmal unten. Den Fisch für den Raben? Welchen Fisch? Vielleicht gebe ich die Ziege dem Raben. Ach stimmt, der hier, ne? True. Was mache ich mit der Katze? Ist das neu? Oh, 70 Cent. Ich meine, ja, war jetzt zu erwarten irgendwo. Okay, ich hab den Fisch. Annie, are you okay? Are you okay? Hallo, Jovo. Hallo? Ey, Zwergpanda. YouTube-Zuschauer, ihr habt da nichts gesehen. Ich hab nichts gesagt, gar nichts. Ich bin unschuldig. Nimm den toten Fisch. Errungenschaft. Let's go. So, dann brauchen wir ja gleich theoretisch nur noch einen. Da gucken wir gleich durch. Ich konnte heute mit Mira-chan sprechen. Was ein großer Tag. Außer eine Sache. Mama war weg, als ich heute Morgen aufwachte. Ihr Auto war immer noch hier geparkt und es ist seltsam für sie, ohne Vorankündigung zu verlassen. Ich hoffe, Papa hat sie abgeholt. Oder so, weil das Auto noch da ist. Ich lud Sayaka heute ein und sagte, sie würde morgen kommen. Ich hoffe, das macht sie wieder glücklich. Okay, Mama ist irgendwie ganz wild geworden. Im wahrsten Sinne.
In nominis Patri et Filii et Spiritus Sancti. Die Tür ist auf. Die Tür da ist auf. Fuck. Okay, hier ist alles noch gleich. Ist die Tür jetzt hier auf? Nee. Meine Fresse. Ich muss aber sagen, ich finde dieses Spiel wesentlich angenehmer aus Sicht eines deutsch sprechenden Menschen als das mit Radio Station, wo du so 6 Jahre einem Monolog zuhören musstest, damit man irgendwas von der Story wieder hört. Das war schrecklich bei dem anderen Game. Uns fehlen noch 20 Cent. Okay. 10 Cent fehlen uns noch. Wo finde ich jetzt 10 Cent? Cent. Fucking hell, ey, Mann. Bleib mir gestohlen. Du blöde Sau da. Gib mir bitte. Wer packt diesen zerknüllten Zettel, sag ich schon. Wer packt diesen zerknüllten Zettel, by the way, in einen Automaten rein? Sind wir dumm? Sind wir dämlich? Sind wir dämlich? Dort ist keine Flucht. Ich kann den Rest nicht lesen, auch perfekt. Ich rufe ihn später an. Ich muss nach Hause. Ach du Scheiße. Ich muss nach Hause. Na, das ist natürlich klasse, dass du nach Hause musst. Ich würde jetzt gehen. Selbst nachdem ich sein Haus verlassen hatte, fühlte ich mich von jemandem gesehen und sah zurück. Aber egal, wie oft ich zurückblickte, niemand war da. Irgendwie gruselig und schneller als sonst nach Hause gegangen. Am nächsten Tag geht er zur Schule. Er geht nicht. Es gab kein Zeichen seines Sitzens oder seiner Anwesenheit. Ich fragte mich und fragte meinen Freund und Lehrer und wenn sie das nicht wissen, sagte jeder. Nach der Schule ging ich wieder in die Wohnung, der Ort, an dem sich die Wohnung befand, wurde verkauft. Die Nachbarn, die vorbeikamen, schienen schon lange zu verkaufen. Wohin sind die Wohnung und er gegangen? War das alles mein Traum? Das war's? Hä? Das war's? Günstig, gute Story, gute Atmosphäre, spannend, netter Grafikstil, Achievements. Ja, das Spiel war kompletter Müll. 30 Minuten langgezogene Story, ohne jeglichen Sinn, mit schlecht übersetztem Deutsch, was einem komplett dumm Ende führt. Schlechtesten 2,99, die ich jemals investiert wurden. Oh mein fucking Gott. Also, zwei verschiedene Enden. Okay, hätte ich wahrscheinlich nicht gebetet an diesen blöden Dingern, wäre ich wahrscheinlich verflucht worden, oder Leute? Dabei habe ich ja gebetet an diesen Dingern. Gehe ich jetzt mal von aus. 2 bis 3 gruselige Momente. Das ist ja, wie sie heute ihre Chillers Art Games machen, 10-mal besser. Ich sag dir, wie es ist. Closing Shift, insane. Parasocial war richtig gut.
Yusatsu war eigentlich auch okay. Kidnap war gut, Night Security war auch gut. Aber das ist ja, also diese Spiele sind ja weird as fuck, oder? Und da sind wir, glaube ich, wieder. Ich habe hier bei OBS einfach einen Cut gesetzt, meine Damen und Herren. Man kann hier bei Aufnahme, kann man einfach rechts auf ein Pausezeichen drücken und in die nächste Aufnahme. Witzig. Wir sind wieder zurück. Ich dachte mir, wir zocken einfach in dieser Folge Chillers Art einfach zwei von den älteren Games, weil das erste wirklich leider nicht so viel gegeben hat. Das erste war jetzt gerade, muss ich ehrlich gestehen, nicht meins. Das zweite, auch ausgeglichene Bewertung. Vielleicht wird es so ein Zweier-Ding von, dass wir zwei Mid-Games haben und kein gutes. Naja, wir werden es sehen. Wir joinen einfach mal rein. Oh, Filmgrain machen wir wieder aus. Ersparen wir uns. Wir spawnen wieder. War das früher so das Ding, Leute? Bei Chillers Art Games? Dass man so es ist spät. Müssen nach Hause kommen. Es ist ja wieder genau dasselbe irgendwie. Oder? Es ist doch genau dasselbe. We will see. Wir sind in irgendeiner Seitenstraße in Japan oder so. Celtic, danke dir. Das ist ein Mülleimer. Das ist Florida. Ich glaube dir nicht. Junge, man wackelt auch so von links nach rechts. Und hier oben sind 60 Krähen. Wo bin ich wieder zu Hause? Soll ich links oder rechts rum, Chat? Links oder rechts rum? Dann links. Die erste Person hat links geschrieben. Okay, hier ist so ein Gang. Wunderschönen guten Morgen, Krebola. Hallo. Und Jobsti, hi. Habe ich gesagt, was wir spielen? Ja, wir spielen das Spiel Okaeri. Das ist auch von Chillers Art. Deshalb die Ähnlichkeit. Habe ich es gesagt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Sorry, YouTube. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, ich habe es gesagt. Ich bin so vergesslich. Ich bin so durcheinander. Das sind auch dieselben. Guck mal, das sind dieselben Dinger. Ich wirke auch so ein bisschen betrunken oder so. Gefühlt. Badam, bam, bam, bam. Take left. Oh. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Geh nach links wahrscheinlich. Skipper. Bin ich hier richtig? Ich glaube, hier ist ein Dead End, oder? Is this a labyrinth? Ah, fucking bad way. Ich vermisse dieses Spiel. Geschichte für euch, YouTube-Zuschauer. Sollte euch auch interessieren. Aber ich erzähle es euch natürlich auch im Livestream-Chat. Marius, vielen lieben Dank nochmal für deinen Sub. Pass auf. Ich habe mit dem Entwickler von Bad Way geschrieben, aus der einen, dieses Fake Uncharted, aus der einen, Durchgequält-Folge. Und ich habe ihn gefragt, ob denn noch der zweite Teil kommt. Und er meinte, dass er leider kein Geld dafür hat. Und ich habe mein Team gefragt, sag mal, können wir dir nicht Geld geben, dass er das macht? Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass er sagt, so ja, ich brauche 6.000 Euro, weil ich keinen Bock drauf. Aber er meinte, er bräuchte so 6 Monate, um das jetzt neu zu machen. Kies, vielen lieben Dank für deinen Sub. Sorry, YouTube-Zuschauer. Wie gesagt, ne, Subs bedanken und so. Aber Kies-Joe hat gerade gesubbt. Den kennt ihr auch, ne? Mit dem spiele ich manchmal Spiele. Okay, I guess wir gehen jetzt rechts. Ich weiß jetzt nicht, was links. Links war einfach gar nichts. Da war ja nur dieser Spielplatz. Vielleicht muss ich da wieder zurück. Also ich habe auch den Eindruck, die ganz alten Chillers Art Games sind so ein bisschen verflucht. Also nicht im Sinne von Horror verflucht, sondern schlecht verflucht. So noch nicht so gekonnt. Sie wussten, in welche Runde sie gehen wollten, aber mehr war noch nicht. Hä? Bin ich falsch? Bin gerade random hier gelandet und ich lieb's. Herzlich willkommen, Mela.
Herzlich willkommen, Leute. Können wir alle Mela mal empfangen hier im Chat? Alle mal Mela Hi schreiben? Och, weißt du, die fucken mich ab da oben. Ich würde am liebsten, Junge, Keyshaw ist gerade hier im Chat und jetzt spielt er Party Animals. Die fucking Legende, ey. Let's go. Können wir hier durch? Oh. Oh, das sieht richtig aus. Das sieht so aus, als müssten wir hier lang. Vielleicht hier durch? Nee. Hä? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich bin ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Stay outside for 5 minutes. Lost girl. Hä? Runter von meinem Grundstück. Wo muss ich hin, Chat? Geradeaus hier? Nee, sind doch auch wieder nur solche Sachen. Oder ist das ein... Ist das ein... ist das ein Simulator von wegen, dass man sich verlaufen hat? Safe an der Tür interagieren. Ich kann ja nochmal hingehen. Aber ich habe eigentlich eh gedrückt. Also ich bin ja auch Gamer, Leute. Das dürft ihr nicht vergessen. Ich bin ja auch Gamer. Und ich habe eben eh gedrückt. E und F ist das, was man als erstes testet in Spielen. E und F. Tadaima. Wo müssen wir lang? Gehen wir nach oben? Ja, lass uns nach oben gehen. Lass uns nach oben gehen. Wir gehen nach oben. Oh, warte mal, das ist das Haus aus... Das ist das Haus aus The Kidnap. Oder, Chat? Ich glaube, das ist das Haus aus The Kidnap. Hier rechts war... Hier rechts war die Küche. Das Badezimmer. Hier geradeaus ging es zum Wohnzimmer. Hier rechts auch. Und hier ging es dann einmal rum. Und oben war das Kinderzimmer. Ja. Die haben das Haus einfach nochmal neu benutzt. Witzig. Funny. Genau, der Balance, Clown und so weiter. Ja. Instant-Nudeln. Ja, da war was. Ich erinnere mich. Geht, Peacemakerin. Hallo. Hey. Hallo, Paradox. Mann. Ich finde meine Mutter nicht. Ich habe hier unten jetzt nur irgendeine Tür. Na, Mama, spielst mit mir verstecken? Nur weil du Geburtstag hast, kannst du mich jetzt hier aber nicht so hops nehmen, ne? Mutti? Mutti? Mutti, Mutti, Mutti. Mutti? Mutti? Was liegt denn hier? Hier ist irgendwas Rotes. Ach, das ist der Herd. Tisch. Ja, aber das ist legit. Warte mal. Nee, warte mal. Das ist gespiegelt. Die Küche war eigentlich dort, als man ins Wohnzimmer kam. Die Küche war links. Ja, die Küche war links und alles andere war rechts. Und dann konnte man... Ja, es ist gespiegelt einfach. Hier konnte man eigentlich durch. Lol. Aber ich erinnere mich an den Raum. Kribola, danke für dein Prime. Herzlich willkommen.
Ich hoffe, das ist so angenehmer, YouTube-Zuschauer, wenn ich einfach nicht übertreibe mit meinem Bedanken bei irgendwelchen Subs. Die YouTube-Zuschauer sind sauer, Freunde, was soll ich sagen. Ich könnte auch die ganze... Oh, danke schön für dein... Mach ich aber nicht. Ich bin chillig. Ich bin cool. Mutti? 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 Ja, Livestream-Chat, du musst das für mich machen. Komme ich hier jetzt nicht... Die Tür ist zu jetzt, ne? Komme ich hier vielleicht durch? Wo ist denn jetzt meine Mama? Soll ich jetzt was zu essen machen oder wie ist das? Was bist du spielen? Das ist Terraria. Ja. Das ist Terraria. Ich sollte bald aufräumen. Ja. Sag mal, seht ihr überhaupt was, Leute? Bei mir ist so dunkel. Ist noch der, das ist die Uhr aus dem anderen Teil eben. Die haben ja einfach gerade super viel kopiert. Also gerade am Anfang haben die gefühlt einfach nur Copy-Paste irgendwelche Spiele gemacht. Gehe ich jetzt hier raus? Nee, hier komme ich nicht durch. Hier. Hier komme ich nicht durch. Das Licht ist an. Hier komme ich nicht durch. Hier komme ich nicht durch. Easter Egg, ja. Genau. Weißt du, was noch ein Easter Egg, Leute, ist? Wäre, wenn alle Zuschauer ein Abonnement da lassen. Oder ein Follow. Das wäre ein nices Easter Egg. Ne? Das macht gar keinen Sinn, ich weiß. Aber ich sage ja nur, wenn alle Zuschauer, die jetzt zuschauen, einfach jetzt abonnieren auf YouTube oder ein Follow da lassen auf Twitch, das wäre ein heftiges Easter Egg. Ne? Sage ich nur, wie es ist. Schönes Abonnement. Scrollt man so runter, klickt auf Like und dann abonnieren. Bam, zack. Zack, bist du cool. Bam. Wie kein Epic Auto Towers. Ja, ist halt durchgespielt, ne? Ist ja sehr schnell vorbei, leider. Was soll ich denn jetzt hin? Soll ich raus? Nee, raus soll ich nicht. Jetzt kommen die Fische wieder. Wo wollt ihr hinschwimmen, Leute? Okay, ich soll anscheinend hier irgendwas machen. Oder? Nach Krakau. Für euch YouTube-Zuschauer, wir haben gerade hier on stream, haben wir Achtung Abzocke geguckt. Als ich kurz auf Klo war, habe ich es angemacht und dann wollten die Zuschauer weiterschauen. Und es war echt witzig. Es war echt witzig. Weil der Peter, der das halt moderiert, der ist so übel der Render, also so Boomer-mäßig unterwegs. Das macht Bock. Das ist witzig. Wo bleiben 39 Subs? Jetzt reicht's. Ja, tatsächlich, Freunde. Ihr seht da oben, wir brauchen nur noch 39 Subs für die 3700. Feel free. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall nicht weiter irgendwie gerade. Ich weiß zumindest nicht, soll ich hier irgendwas finden? Gibt's hier irgendeinen Schrank? Ich versuch's mal hier. Weil hier geht's durch. Hier hinter ist was, das weiß ich. Bro, ich bin jetzt versprochen. Ich bin jetzt schon 6-mal hier dran gewesen und hab E gedrückt. Das kannst du mir nicht erzählen. Einer hat gerade im Chat geschrieben, am Fernseher kann ich E drücken. Ah ja. Gut, da stellt sich nur die Frage. Okay. Dann gehe ich jetzt hier durch. Ein Schrank? Eine streunende Katze? Nico-chan? Hä, ist die hier draußen? Wo hat denn jetzt die Katze gemaunzt? Hier? Hier? Habt ihr die Katze gesehen? Prime-Subs sind mehr kostenfrei, habe ich gehört. Das kommt noch dazu. Danke, Quenny, für deinen Sub. Okay, also hier war jetzt eine streunende Katze irgendwie. Miau, Alter. Ja, aber ich weiß nicht, wo. Ich weiß nicht, wo die streunende Katze ist. Überhaupt nicht. Streunende Katze! Leben, moin. Okay, ich gehe zurück. Ich glaube, ich gehe zurück. Jetzt hat sich hier bestimmt was verändert. Nee, Tür ist hier auf. Ach, Digga, ich weiß noch nicht. Soll ich jetzt wieder nach oben? Links, rechts?
Ach. Miau. Bambi, hau rein. Nee, hier oben ist jetzt nichts auf, ne? Siehst du dich in Spiegeln? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war jetzt noch nicht in einem Badezimmer oder so, wo ich hätte mein Spiegelbild sehen können. Die Frage ist, wo muss ich lang? Okay, also ich vermute mal, wir müssen jetzt hier drin irgendwas triggern. Gehe ich jetzt von aus. Vielleicht hier irgendwie. Hier? Über uns? Nee. Draußen vielleicht? Ist vielleicht draußen jetzt eine Katze? Fenster. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht jetzt raus müssen. Das ist eigentlich ein Horrorgame, ja. Was? Hä? Das ist nicht neu, das Spiel. Das ist super alt. Digga. Geh ich jetzt raus? Hä? Okay. Ist hier irgendwo eine Katze in den Umzugsboxen? Cindy, vielen lieben Dank für dein Tier 1 im zweiten Monat. Dankeschön. Eher an der Tür. Aber an welcher denn? Eher an der Tür, ey. Wirklich. Oh, vielleicht an der Schiebetür nach draußen? War das eine Schiebetür nach draußen? Miau! Ich versuche jetzt mal, die streunende Katze anzulocken. Miau! Hä, Digga? Junge, ich komm hier rein. Die sagt Miau. Und das war's? Das war's? Das war's? Was soll denn das? Okay. Miau? Was soll ich denn jetzt machen? Schöner Ikea-Stuhl, by the way. Eins in den Chat, wer schon mal so einen Ikea-Stuhl zu Hause hatte. Eins. Ich hatte nämlich so einen. Gefühlt hat ihn jeder. Junge. Guck mal, wie viele Leute diesen fucking Stuhl haben. Zweimal. Oh. Okay, vielleicht gucke ich mir mal die Sachen hier an. Mama geht es nicht so gut. Okay, ich gucke mir mal die ganzen Sachen hier an. Okay, Mama geht's nicht so gut, hat sie gesagt. Auf dem Tisch liegt hier irgendwas. Bei mir war das früher. Ich habe immer so einen Stuhl gehabt, jetzt auch manchmal noch, wo man so die ganze Zeit Wäsche raufhaut. So der Wäschestuhl. Und dann wirft man immer, wenn man an den PC muss, wirft man die Wäsche aufs Bett und zurück. Dieser Stuhl, den ihr gerade gesehen habt, der da hinten, das war immer mein Wäschestuhl. Sprinten, nein. Man kann nicht sprinten. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt... Also ich habe jetzt auf jeden Fall zwei Sachen noch getriggert. Ich habe den Fernseher angemacht. Ich habe das eine Bild hier angeguckt. Das hier. Und die Pinnwand. Aber ich könnte euch jetzt nicht sagen, wohin ich jetzt muss. Muss ich jetzt vielleicht nach oben? Gibt's hier irgendwas anzuklicken? Ah, nee, hier geht's ja nur wieder rein, ne? Ja, okay. Muss ich hier irgendwas anklicken? Ich glaube nicht, nee. Wo ist der Horror? Kommt noch. Also, es ist eigentlich ein Horrorspiel, glaube ich zumindest. Bin mir nicht sicher. Also, man geht hier halt durch dieses Haus.
くなったな。くるくるくな。Fuck. Jetzt habe ich auch noch eine Taschenlampe. Och nee, Mann. Wann kommt der Horror, Junge? Bestes Timing. Wann kommt denn der Horror? Keine Ahnung, soll auf jeden Fall ein Horrorspiel sein. Zack, boom, in die Fresse. Wasserkocher, Toilette, Tatami, Lagerung, mein Zimmer. Hä? Wasserkocher, Toilette? Ist das eine Liste von Gegenständen, die ich finden muss? Wasserkocher, Toilette? Was ist Tatami? Wasserkocher, Toilette, Tatami? Ich check's nicht. Ich check's leider nicht. Hier ist ein Spiegel, ne? Aber tatsächlich sehe ich das Licht da drin. Wasserkocher? Hier ist der Wasserkocher? Von dem alle geredet hatten. Okay, warum macht so eine Flashlight alles viel gruseliger? Tatami ist eine Matte. Was für eine Matte? Japanische Matten, okay. Aber hier ist ja der Wasserkocher, oder? Was kann ich jetzt hiermit machen? Eine Schlafmatte, okay. Der Wasserkocher stand da jetzt aber gerade. Ach, das ist eine Teekanne. Wasserkocher mit E, ne? Ich glaube, ich habe versucht drauf zu klicken. Ich gehe mal nochmal hin, ich drücke nochmal E. Ich muss euch vertrauen jetzt, nach diesem Vorfall eben. 4. Oh, merkt euch, Leute, merkt euch. Merkt euch die 4. Wasserkocher 4, okay. Wir brauchen anscheinend einen Zahlencode. Wir brauchen einen Zahlencode. Merkt euch die 4 für den Wasserkocher. Ich versuch's auch. 4. Okay, ihr braucht's euch, glaube ich, nicht merken. 4. Mein Schlafzimmer, hat sie doch gesagt, oder? Irgendwas hat sie gesagt, ist hier drin. Die Tasche? Das Bett? I'm not sure. Ja, das Spiel ist ja wesentlich besser als das andere. Zumindest jetzt gerade habe ich ein bisschen Angst. Bin ich ehrlich. Ein bisschen aber auch nur. Nicht viel. Was ist das? 7. Warte. Wir haben. Okay, ich gehe nochmal ganz kurz da wieder rein. Sekunde. Sekunde. Wir haben hier den Zettel. Wasserkocher, Toilette, Tatami, Lagerung, mein Zimmer. Wasserkocher ist die 4, haben wir. Was könnte denn das Zeichen da sein, Leute, was wir gerade an der Wand hatten? Das war eine 7. Ist das vielleicht mein Zimmer? Vielleicht? Tatami? Nein, Digga. Nein. Das hier könnte das Zimmer sein, ne? Guck mal, und dann hier an der Wand war das hier und das sagt 7. Dann würde ich jetzt fast sagen, mein Zimmer, oder, Leute? Was sagt er? Okay, 7. Okay, dann Toilette. Toilette war 2, right? 7. Toilette war 2, right? Hier komme ich ja überall nicht rein. Ach, scheiße. Wo war denn die Toilette, Leute? Zwei. Ich mache jetzt eins nach dem anderen. Toilette ist 2. Let's go. Hast du Mom gesehen? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. No fucking idea. So, mein Zimmer war 2. Soll ich's machen?
Ist jetzt auf? Nee, hä? Warte. Hä? Ich kann die zweite von rechts nicht mehr bewegen. Hä? Ich wurde gescammt. Wartet mal ab, Leute. Ich probiere gerade alle möglichen Kombinationen. Oh fuck. Ja, ich finde jetzt einfach, Mann, ich finde jetzt einfach scheiß drauf. Ich finde jetzt einfach scheiße. Ich wollte jetzt raten, bis ich's finde. Ich wollte jetzt raten, bis ich's finde. Aber wir werden schon. Okay. Es ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Es waren die Matten, oder Chat? Es waren die Matten. Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe gar nichts mehr. Die Matten und was noch? Die Matten und was. Neun. Das sind die Matten, glaube ich, ne? Neun. Okay, den letzten probiere ich rum. Fucking hell. Lager. Wo war ein Lager? Lager? Oh, Digga, ich weiß doch nicht. Mann, ey, scheiße. Lager. Hier. Sieben. Neun, sieben. Was ist denn hier runtergefallen? Zettel? Ach, das macht doch nix. Das macht doch nix. Alles gut. Zum Glück ist es nicht dunkel, Leute. Zum Glück ist es nicht dunkel. Fuck, nee, zwei war richtig. Oh, nee, Mann. Man hat doch kein Ziel, wo man hinaimen kann. Hier war zwei. Dann neun, sieben oder sieben, neun. Ha. Ist das eine Schuld? Vielleicht Schulden? Wer hat gekackt? Wer hat gekackt? Wo ist das aufgegangen? Hier? Hier drin? Nee, das war bestimmt unten, ne? Der Raum vielleicht. Jo, der Raum. Was? Hä? Wait. Hä? Hä? Und jetzt? Jetzt gehe ich einfach in den Wald? Oh, what? Hä? Ich habe Angst. Wo bin ich? Wo gehe ich hin? Tempel? Oder so? Stuhl?
meine Damen und Herren. Ich check absolut gar nichts. Warum? Das ist das Ende, was sie sich überlegt haben für dieses Spiel? What the fuck, Alter? Ja, ich bin verwirrt. Das war irgendwie... Also ich sag mal, ich dachte jetzt so mittendrin, ja okay, süßes kleines Minigame, kostet ja auch nur 3 Euro, muss man ja beachten. Aber das Ende... Was? Also die Mutter hat sich das Leben genommen, weil sie Schulden hatte, und dann hat sie sich auch das Leben genommen. Das ist ja super. Es ist ziemlich dark, Alter. What the fuck, Mann? Das war jetzt, hat mich wirklich kalt erwischt. Naja, okay, Freunde auf YouTube, ich bedanke mich, oh, können wir eigentlich so machen, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch zumindest ein bisschen unterhalten. Ich fand die Spiele leider beide nicht gut, aber ich glaube, wir haben jetzt auch mittlerweile die meisten Chillers Art Games, die gut sind, zumindest durchgespielt, und jetzt wird es langsam ein bisschen schwierig, neue gute von Chillers Art zu spielen. Ich denke, wir müssen bald ausweichen auf andere Horror-Games, die da draußen noch rumkeuchen und fleuchen. Ist doch scheißegal, ich hab euch lieb, wir sehen uns im nächsten YouTube-Video, meine Damen und Herren. Die letzten Worte überlasse ich dem Livestream-Chat. Ich trinke jetzt noch einen langsamen Schluss von der Kaffeetasse, ohne eine Miene zu verziehen. Tschüss.